Wir werden heute zwei verschiedene Tulpen machen. Die erste Tulpe ist nicht so gängig, die kennen viele nicht, ist aber auch einfach. Da müsst ihr auch zum Beispiel gar nicht die Nähmaschine benutzen. Und die zweite Tulpe, die ist ein bisschen gängig, die kennt man, aber da zeige ich euch noch, wie ihr toll die Blätter so rund hinbekommt. Zudem weise ich euch noch darauf hin, was ihr lieber vermeiden solltet. Vorneweg habe ich auch einen ganz tollen Tipp. Jeder kennt ja diese Trickmarker. Die verschwinden mit Wasser oder auch nach einer gewissen Zeit. Gibt es von verschiedenen Marken. Und ich habe mir jetzt so Wassermalbücher gekauft. Und bei jedem Wassermalbuch ist so ein Pinsel dabei mit einem Wassertank. Da füllt ihr Wasser rein. Das könnt ihr wieder zuschrauben. Da läuft auch nichts aus. Ganz leicht. Und die Kinder können malen. Und das trocknet auch wieder und es war total der Hit bei uns. Es gibt es in verschiedenen Ausführungen, es gibt in der Wasserwelt und auch Baustelle und andere, kosten 5 Euro inklusive Stift. Und der funktioniert super auf Stoff. Cool, ha? Schau mal, ein Vogel kommen. Hey, hier ist ein Anhänger. Und das Kreuz hier unten, wer darf das malen? Du oder ich? Ich. Du darfst das Kreuz. Und das ist da unten. Jetzt dürft ihr eure Lieblingsfarbe an Baumwollstoff aussuchen und messt dann einen Kreis aus. Der sollte 10 cm hier jetzt bei mir im Radius sein. Das heißt, ich habe 20 cm im Durchmesser. Ich mache mir da immer so Schablonen, dann ist es leichter, wenn ihr mehrere macht. Wir brauchen für beide Blumenarten solche Kreise. Für die einfache Tulpe werden einfach diese Kreise halbiert. Also hier bekommt ihr dann 4 Blumen raus. Wir werden das jetzt einmal rechts auf rechts falten. Und es gibt dann einen Bogen und eine gerade Seite. Und diese gerade Seite, die wird abgenäht. Ein klasse Tipp ist auch einfach so eine Klammer hinten ranzusetzen, dann rutscht euch nämlich der Faden nicht durch. Jetzt einfach mit Bastelwatte befüllen, ihr könnt aber jederzeit noch Bastelwatte nachschieben. Dann habt ihr schon mal so eine Tulpe, das sind jetzt die einfachen. Für den Stiel braucht ihr Schaschlikspieße oder kleine Holzspießchen, der sollte 10 cm in der Breite haben, dieser Baumwollstoff, und die Länge macht ihr nach eurem Stäbchen aus. Geklebt wird am besten mit so einem Nähklebeband und mit Gütermann habe ich jetzt so einen Textilkleber gekauft, könnt aber auch eine andere Marke nehmen. Ich habe auch ein normales doppelseitiges Klebeband verwendet, das habe ich noch im Keller gefunden, das klebt eigentlich bombastisch und schaut mal, was dann daraus geworden ist, dann ist es so aufgegangen. Also es war wirklich auch glatt geklebt und das hat überhaupt nichts geholfen und mit diesem Textilkleber und auch mit diesem Nähklebeband, das hält super. Der Kleber sollte immer nach dem doppelseitigen Klebeband aufgetragen werden. Ihr seht dann später noch eine Blume, da habe ich es anders probiert und da ist der ein bisschen rausgegangen. Der ist transparent, man sieht es auch nicht so, aber so vermeidet ihr das, dass irgendwas ausläuft. Ich würde euch empfehlen, auf eine Seite der Blütenblätter, also ihr braucht ja immer zwei, was ihr ausschneidet, ein H630 Vlies aufzubügeln. Ihr nehmt die Seite, die ausschaut ein bisschen zu stoffähnlich, also nicht die Klebeseite. Da zeichnet ihr es nochmal an. Ihr könnt auch ein bisschen Platz lassen. Das mache ich immer so. Also einen halben Zentner mindestens. Dann klebt auch nichts am Bügeleisen fest und ihr braucht auch keine Auflage. Falls ihr ein Muster reinnähen wollt, ich habe das jetzt mit einem weißen Faden gemacht. Das könnt ihr nähfüßchenbreit dann jetzt hier abnähen. Dann achtet darauf, dass ihr das vorher macht, bevor ihr die beiden Seiten zusammennäht. Also einfach ein Stück Stoff nehmen, dann näht ihr das. Und wenn ihr fertig seid, dann legt das Fertige einfach rechts auf rechts. Also die schönen Seiten treffen sich wieder. Klammert das noch mit zwei Klammern fest. Und dann nähen wir einmal hier rum, lassen unten die Wendeöffnung. Und wichtig ist ja nicht, wie ihr schneidet, sondern wie ihr näht. So
letztendlich auch noch die zweite Blüte. Dazu brauchen wir einen kompletten Kreis. Ich habe jetzt hier auch das Vlies drauf gebügelt. Das sollte unbedingt drauf. Ihr werdet es jetzt einmal nach oben falten, also zur Hälfte. Ich habe 20 cm, deswegen braucht ihr jetzt ein Lineal. Und dann dürft ihr 10 cm nach oben messen. Ihr faltet jetzt einmal jetzt nach innen rein, dieser Punkt. Das ist quasi das Eck. Dann einmal umdrehen und nochmal falten, wie so ein Sandwich. Beim Nähen ist es wichtig, dass ihr jetzt drei Schichten habt. Und dann werden wir das jetzt einmal umnähen. Nächsten Überlappung angekommen, müsst ihr auch drei Stück zusammennähen. So soll das dann ausschauen und innen drin habt ihr dann das Vlies, wie so ein Kegel schaut das dann aus. Der Faden sollte am Schluss nach innen gezogen werden, so fangt ihr auch an. Also innen und innen, dass ihr ganz gut zusammenziehen könnt. Wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr das Blatt positionieren solltet, einfach in eine Vase mal reinstecken, festhalten, rausziehen und an einen Punkt setzen, wo das Blatt endet, dann den Kleber drauf machen. Man braucht auch nicht zu viel von dem Kleber. Der trocknet durchsichtig, man sieht es auch leicht. Ich habe das jetzt auch nicht weggeschmissen. Mir ist das egal, ob da ein bisschen Kleber drauf ist hier. Es ist nämlich nicht immer alles perfekt, das sollte man im Video auch mal zeigen. Das sind ja auch die Tests, die man macht. Deswegen auch diesen Kleber, wenn ihr dieses doppelseitige Klebeband nimmt, ein bisschen nicht am Rand den Kleber, sondern an den Rändern eben dieses doppelseitige Klebeband und innen drin dann diesen Kleber. Ihr könnt schöne Verzierungen mit diesen Bändern machen, auch mit dieser Spitze. Das werde ich jetzt auch noch in diese Mitte annehmen, das ist ein bisschen dann so Vintage. Gefällt mir wirklich gut. Ich habe am Anfang gedacht, ich werde diese Spitze an dem Stiel befestigen, aber am Blatt schaut das gut aus. Die sind gar nicht teuer, da habe ich einen riesigen Pack auch bekommen. Das verlinke ich euch alles. Und zu diesen schönen Blättern. Man sollte die links und rechts ein bisschen aufrollen und dann mit ein paar Stichen einfach unten befestigen. Dann bekommt es ein bisschen so diesen natürlichen Look. Ich finde, es sieht gerollt total schön aus. Ihr müsst mal ein bisschen ausprobieren. Wenn ihr Formen macht, passt dieses Runde nicht. So solltet ihr aber Unistoff benutzen, sieht es total echt aus mit diesem Gerollten. Jetzt habt ihr die Qual der Wahl, welche Tulpen ihr denn gerne hättet. Wären vielleicht auch ein ganz schönes Muttertagsgeschenk für eure Mama oder vielleicht für die Oma. Die halten auf jeden Fall lang, diese Blumen. Macht es gut und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!